Mobilität in der Hüfte und im unteren Rücken. Das ist das Thema für heute. Nun, es ist so, dass wenn wir die Hüfte nicht richtig bewegen, beim Ausrollen und im Impact und beim Durchschwingen, dass es sehr oft technische Gründe dafür gibt. Und da kann man überall auf YouTube und auf meinem Kanal Gründe für diese Fehler in der Technik sehen. Aber bei vielen Golfern, und ich bin ein Beispiel dafür, ist die Ursache gar nicht die Technik, sondern es liegt an Flexibilität, Mobilität, Fitness. Und leider bin ich kein Fitness-Expert, aber ich habe heute einen Experten dabei und ich freue mich riesig, dass Maike Bohrmeister dabei ist. Maike ist eine Personal Trainerin und Physiotherapeutin. Und Maike, ich habe eine Frage für dich. Kannst du uns Golfer helfen, die einfach hier steif sind? Ja, das kann ich. Es gibt ganz einfache Mobilisationsübungen, die wir euch einfach heute mal zeigen werden. Super, aber gibt es einen Test, wo ich wirklich sehen kann, ob ich überhaupt da steif bin oder nicht? Vielleicht habe ich doch keine Probleme mit der Hüfte. Ja, da gibt es einen ganz tollen Test. Ganz einfach, dazu brauchst du eine Bank oder einen stabilen Tisch. Das erklären wir euch dann aber nochmal ganz genau und ist ganz schnell zu machen. So, jetzt werden wir den Test machen, um zu schauen, wie beweglich Vaughns Hüfte ist. Ich bin gespannt. Du bist gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, das auf einer Bank zu machen oder einem stabilen Tisch, könnt ihr das gerne tun. Sonst geht es aber auch auf der Matte. Ich zeige es jetzt erstmal vor auf der Bank. Wir testen jetzt die linke Seite. Dazu setzt du dich eben halt idealerweise auf den Tisch oder auf die Bank. Winkelst das rechte Bein an, hältst es im Gebetsgriff fest, ziehst es möglichst nah ran zum Bauch und lässt dich einfach einmal nach hinten abrollen. Der Kopf liegt auf, die Lendenwirbelsäule idealerweise auch. Und es sollte das Bein jetzt mindestens waagerecht sich befinden oder sogar noch etwas herabfallen. Wenn es höher als die Nulllinie sich befindet, dann ist eine deutliche Verkürzung des Hüftbeugers da und wenn sich Schmerzen anfinden auch. Ne? Also da ist dann wieder der Orthopäde oder der Physiotherapeut zu Rate zu ziehen. Also idealerweise hängt es runter und wenn du das Bein noch weiter heranflektierst, sollte das Bein unten sich weiter befinden. Okay. Möchtest du das eben einmal auf dem Boden machen? Ja, gerne. Genau, dann können wir das gleich den Zuschauern eben einmal zeigen, wie es auf dem Boden ist. Also du setzt dich eben einmal hin, genau, winkelst mal eben erstmal beide Beine an. Wir testen wieder das linke Bein. Du ziehst das rechte Bein an, umfasst es mit beiden Händen, am besten im Gebetsgriff, dann kannst du das besser festhalten, fixieren. Schiebst dein linkes Bein ganz weit raus und jetzt lässt du dich einmal nach hinten abrollen. Genau. Und ja, das ist okay. Ich nehme an, merkst du hier einen Zug im... Nein, okay. Also, so, was wäre schlecht? Wir meinen, genau, wenn das Bein jetzt, wenn das Bein jetzt deutlich so nach oben stehen würde, würde es eine deutliche Verkürzung sein. Ne? Wenn das Bein nach außen fällt, dann haben wir eine Verkürzung der seitlichen Muskulatur. Mhm. Na, ja, und wenn sich natürlich deutliche Schmerzen noch anfinden, bitte immer den Orthopäden und oder den Physiotherapeuten zu Rate ziehen. Sollte ich dann beide Seiten testen? Immer beidseitig testen, genau. Es gibt immer einen Seitenvergleich. Erstmal so. Genau. Und diese gestreckt? Genau, jetzt kannst du das Bein langsam ausstrecken und rollst dich hinten einmal ab. Hast du, ja, hier sehe ich ganz deutlich. Ich merke etwas diese Seite, muss ich sagen. Genau, und du weist auch mit dem Bein etwas zur Seite hin. Ne? Mhm. Also wahrscheinlich hast du hier eine verkürzte Muskulatur, was als Rechtshänder, bist du Rechtshänder?
Ja. Aber nicht untypisch ist. Okay, ich habe diesen Test gemacht. Was tun wir jetzt, Maike? Wir machen jetzt ein 20-minütiges Programm miteinander. Ja. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das gerne mitmachen und mindestens 2 bis 3 Mal die Woche wiederholen. Okay, so könnte ich jeden Tag. Du könntest es auch jeden Tag machen, es schadet auf keinen Fall. Und ich denke auch ganz wichtig, was ich, wenn ich Verletzungen vorher habe? Genau, was ganz wichtig ist, habt ihr Probleme im unteren Rücken, habt ihr ständige Blockaden oder medizinische Vorberichte, immer mit dem Arzt abklären, ganz klar, oder mit eurem Physiotherapeuten, der macht gerne einen Test mit euch und ihr habt dann Klarheit, ob ihr die Übung machen könnt. Okay, was Maike jetzt mit mir gleich macht, kann ich versprechen, habe ich noch nicht getan. Sie hat aber schon irgendwas bemerkt bei mir, dass es viel fehlt da bei mir. So, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass ich die Übung machen kann. Aber ich glaube, du wirst es so mir zeigen oder Übungen mir geben, die wirklich jeder zu Hause machen kann, oder? Ja. Auf jeden Fall. Und was braucht man? Kann es man das am Golfplatz machen? Oder? Ihr könnt es auf jeden Fall auf dem Golfplatz machen. Habt ihr eine Matte dabei, könnt ihr die gerne benutzen, aber es reicht auch ein Handtuch. Okay. Wenn der Boden trocken ist, könnt ihr es auch auf dem Boden machen. Oder zu Hause. Oder zu Hause. Ich werde jetzt mit Vaughn 6 Übungen durchgehen. Jede Übung dauert so 2 bis 3 Minuten. Natürlich auch immer auf jeder Seite, immer, dass es immer gleich bleibt. Und wir beginnen jetzt auf dem Boden. Auf dem Boden, so. Okay. Was soll ich tun? Einmal erstmal runtergehen, einmal auf dem Boden. Ich brauche keinen Schläger, oder? Du brauchst jetzt gerade keinen Schläger. Das kann ich. Das Ganze super. So. Super wichtig, dass ihr bequeme Bekleidung anhabt. Es darf nicht zwicken oder zwacken. Ne? Also ihr solltet natürlich da ein bisschen vorbereitet sein. Nimm deine Fußsohlen aneinander und du fängst an mit den Beinen einmal zu wippen. Versuch die Amplitude etwas größer zu machen, etwas kraftvoller, genau. Und das sieht dann auch erstmal ein bisschen abgehackt aus. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Das wird von Mal zu Mal immer besser. Die Übungen sind super geeignet zur Dehnung, zur Flexibilität. Und mach das jetzt mal 2 Minuten. Okay, wir kommen zur zweiten Übung. Versuch mal erstmal einmal eine entspannte Position einzunehmen. Locker die Beine etwas aus. Okay, wenn dein Rücken jetzt etwas schmerzt, kannst du auch einmal ein bisschen aufs Geht. Drehen. Okay. Ich habe es bis jetzt hier innen gespürt. Okay, da sollte es auch hin. Genau. Jetzt einmal eine breitbeinige Position einnehmen. Ich zeige es mal ein bisschen von der Seite. Okay. Die Beine sollten jetzt gleich so stehen, dass du problemlos einmal zu der einen Seite rüberkippen kannst. Winkel das Bein noch ein bisschen mehr an. Die Beine, die Knie ist ganz wichtig, haben eine 90-Grad-Flexion, also einen 90-Grad-Winkel. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Du musst dein Bein wieder etwas strecken. Genau, da bist du richtig, aber mit dem Bein noch ein bisschen weiter nach außen gehen. Weiter, wieder ein bisschen ranziehen. Okay, also es sollte so aussehen, dass ihr hier 90 Grad und da 90 Grad. Und jetzt wechselst du. Jetzt gehst du einfach rum. Genau. Also 90 Grad hier, 90. Ja. Okay. Genau, also in den Knien, ne? Okay, und jetzt wechselst du. Schön dynamisch. Das jetzt 3 Minuten lang. Das macht ihr wieder 2 bis 3 Minuten. Genau. Genau. Als Steigerung kannst du noch eine Rotation in der Wirbelsäule mit einbauen, dass du immer zur Gegenseite guckst. Das geht auch noch. In die andere Richtung. Genau, zur Gegenseite immer. Okay. Oh, wie fühlst du dich? Nee, es geht. Okay. Ist besser als Übung 1. Das höre ich öfters. Das ist 2, ne? Das ist 2.
Okay, wir kommen zur Übung Nummer 3. Die Ausgangsstellung ist die gleiche wie gerade eben, nur dass du jetzt ein Bein stehen lässt. Stell dir ein imaginäres Wasserglas vor, welches auf dem Knie stehen bleibt. Genau, bei mir ist jetzt das Standbein hier das rechte und ich arbeite mit dem linken. Genau, und dann machst du das genauso wie gerade eben, dass du eben einmal nur da drehst. In die Innenrotation. Das Wasser ist umgekehrt. Das Wasser ist, ist nicht mehr da. Okay. Genau. Und dann gehst du mal zur anderen Seite. Und nochmal wieder nach innen. Müsste eigentlich möglich sein, dass es dann auf den Boden kommt. Nach außen. Mach es mit einer Seite isoliert. 2 Minuten. Mach nur mit einer Seite und auch nach außen. Und nach außen öffnen, 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 öffnen. Genau, denk an das Wasserglas auf der anderen Seite. Nur eine Seite. Genau, nur erstmal die eine Seite. So, jetzt machen wir das mit der anderen Seite. Ne? Auch jetzt hier wieder das imaginäre Wasserglas. Bitte darauf achten, dass du das da stabilisierst. Und jetzt arbeitest du wieder mit dem anderen Bein. Nach innen, komm, und nach außen. Und wie ist es mit Atmen? Ja. Also ich empfehle immer bei der schwierigen Stellung, bei der Anspannung immer auszuatmen. Also jetzt. Wichtig ist, dass ihr tief atmet. Nächste Übung. Einmal beide Beine zur einen Seite, wie ihr das gerade schon hattet. So wichtig ist, dass jetzt die Ferse und dein Unterschenkel des anderen Beines eine Linie bildet. Genau. Du nimmst die Ferse, ja, okay, jetzt verstehe ich, ja, und okay. Knie, okay. Und mach einmal. Ich zufällig richtig, glaube ich. Genau, das machst, okay, du richtig, genau. Mhm. Jetzt nimmst du mit der außenliegenden Hand, wo deine Hüfte nach vorne zeigst, kreist du einmal um den Beckenkamm herum. Genau, und hier sollte dein Bein bitte liegen. Du darfst dich aber gerne hier mit der Hand noch hinten etwas abstützen. Okay. So, und jetzt geht es um die Beckenmobilität wieder und den unteren Rücken. Du schiebst einmal das Becken nach vorne und einmal nach hinten und wieder nach vorne. Versucht es wieder mit der Atmung zu kombinieren, wenn ihr nach vorne geht. Einatmen. Ausatmen. Ihr seht, ich komme auch etwas hoch. Ich muss mich auch immer auskorrigieren. Noch mehr das Becken nach vorne schieben. Nicht nur drehen im unteren Rücken. Es ist leicht, ja, die Schulter nach, genau, vorne zu bringen. Genau. Ne? Also wenn ihr das hier macht, das ist verkehrt. Das ist eine andere isolierte Bewegung. Ne? Ich kann natürlich hier steif bleiben und kann das hier oben drehen. Ne? Das ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Achtet bitte darauf, dass das Becken mit vorkommt und zurück und vor. Das macht ihr auch wieder pro Seite 2 bis 3 Minuten. Jetzt kreist du mit der Hand, die deine Hüfte gesichert hat, geführt hat, an den Unterschenkel, oberhalb des Knöchels. Du kannst entweder mit der Hand hier nochmal zusätzlichen Druck geben. Das geht bei mir nicht, ich kippe um. Genau, dann kannst du gerne deine Hand zur Seite nehmen, wieder einatmen, vorbereiten, kontrolliert, ob alles richtig ist, einatmen. Und ausatmen, und mit der Ausatmung gehst du jetzt so weit nach vorne. Richtung Knie? Richtung Knie mit geradem Rücken. Das ist jetzt ganz, ja, wichtig, genau. Das spüre ich. Beim Einatmen gehst du bitte nicht ganz zurück. Und nochmal weiter nach vorne. Komm, noch ein Stückchen. So, wie steif bin ich eigentlich? Das ist okay. Das ist alles okay. Okay, jetzt machen wir die andere Seite. Jetzt gehen wir einmal zurück auf die andere Seite. Einmal wieder die Beine, das ist die Ausgangsposition. Ihr kippt einfach die Beine wieder einmal rüber. Achtet darauf, dass Ferse, Knie und Knöchel in einer Linie liegen. Genau, du stützt dich hinten ab. Jetzt hast du die Hand hier vorne am Becken. Geh mal ein bisschen mehr am Becken ran, dass du hier mit dem, ja, Daumen richtig hier so ein bisschen den Po, okay, auch führen kannst.
Okay, achtet wieder drauf, dass das eine Knie ganz unten am Boden liegt. Und jetzt geht's wieder los. Einatmen, vorbereiten, ausatmen nach vorne. Einatmen und nochmal wieder nach vorne. Einatmen. Sieht gut aus. Danke. Das ist irgendwie ein angenehmer Schmerz. Genau. Das ist wichtig, dass es nicht ein stechender, unangenehmer Schmerz ist. Es ist immer ein angenehmer Schmerz, ne? Widerstand. Genau. Okay. Okay. Jetzt fährst du wieder mit deiner Hand, die an der Hüfte lag, zum Knöchel, zum unteren Bein. Wer kann, nimmt hier wieder die andere Hand zum Knie. Und jetzt arbeitest du wieder mit der Atmung. Einatmen, vorbereiten, Ausatmung und du wanderst wieder nach vorne, so weit wie du kannst. Genau, achte drauf, dass der Rücken stabil ist. Genau. Ausatmen, bleib da. Geh noch ein bisschen mehr hierher. Ein bisschen mehr zu dem Bein, nicht zum Knie, sondern genau, wander hier ein bisschen mehr hin. Ne? Genau. Aber ich spüre es voll wieder an der Hüfte. Das ist ganz isoliert, das merke ich wirklich. Ja. Nirgendwo sonst, nicht total. Mhm. Cool. Okay. Ja, bleib da unten. Atme noch mal einmal ein. Und geh noch ein Stückchen weiter in den Schmerz rein. Genau. Okay. Okay. Okay, nächste Übung. Wenn ihr habt, nehmt so einen Ball. Und wenn wir das nicht haben? Wenn ihr das nicht habt. Was ist das überhaupt? Das ist ein, ihr kennt ja bestimmt diese Faszienrollen. Ne? Das ist aus dem gleichen Material. Ja. Black Ball. Nicht ganz so weich. Genau, es ist nicht ganz so weich. Ne? Man könnte auch theoretisch, wenn es jetzt etwas kleiner ist, wenn ihr das hier zu Hause habt, nicht habt, könnt ihr auch einen Korken nehmen oder so. Wie wäre es mit einem Golfball? Ein Golfball wäre natürlich noch viel besser. Aber irgendwie glaube ich, dass ich das bereuen werde. Das wird wehtun. Der Golfball wird natürlich etwas mehr schmerzen. Okay, so, lass uns das hinter uns bekommen, bitte. Okay, wir fangen jetzt mit dem linken Bein an. Das rechte Bein winkelst du, wenn es geht, bitte nach hinten und das andere wieder nach vorne an. Das bitte einmal vorne anwinkeln. Ja. Genau. Genau. Und dann bist du schon in der richtigen Position. Du hast das Bein etwas nach außen gedreht. Wenn ihr ganz nach innen geht, dann seid ihr auf den Adduktoren. Die wollen wir aber jetzt gar nicht haben. Wir wollen den mittleren vorderen Bereich des Hüftbeugers haben. Ne? Und da gehst du dann einfach mal mit deinem Ball mal so ein bisschen rein. Da merkst du auch dann schon eine Struktur, die meistens recht fest ist. Nicht wirklich, aber ich mache das. Doch, die wirst du gleich finden. Genau in der Mitte, genau in der Mitte des Oberschenkels. Okay. Da müsste eine Struktur sein, die du gut merkst. Und jetzt nimmst du den Golfball und drückst ihn jetzt einfach mal in diese Struktur kräftig rein. Da kann auch nichts passieren. Versuch dich wieder etwas aufzurichten, das Becken ein bisschen nach vorne zu kippen auch. Genau, halte das mindestens eine Minute. Und dann wirst du merken, dass der Druck etwas nachlässt. So. Jetzt nimmst du deinen Golfball in diesem Falle mal im Arm mal weg. Wahrscheinlich wird der Golfball dann etwas zu klein sein. Da rate ich dir doch wirklich dann vielleicht dann nochmal einen Tennisball immer dabei zu haben. Das wäre dann von der Größe ganz gut. Aber wir zeigen das jetzt einfach mal so mit. Jetzt schiebst du den Ball einmal in die Mitte unter der Gesäßmuskulatur. Jetzt muss ich linke. Genau. Den linken. Genau. Und jetzt kippst du dich so ein bisschen nach hinten. Genau. Und dann genau in der Mitte des Gesäßes, da ist eine harte Struktur, das ist der Gegenspieler. Den müssen wir auch noch mal im Eimer ein bisschen mit bearbeiten. Der hält nämlich meistens auch fest.
Also seitliche Bewegung. Genau, und du darfst jetzt so ein bisschen nach vorne, nach hinten, einfach da so ein bisschen drauf rumarbeiten. Na, auch da ist eine harte, feste Struktur. Okay, und jetzt gehen wir mal einmal zur anderen Seite. Versuch das mal darf einmal. Darf ich das bitte haben? Natürlich, das darfst du das. Jetzt darfst du das. Natürlich. So, okay, einmal jetzt musst du das andere Bein anwinkeln. Genau, richtig. Mal einmal ein bisschen. Genau, leg hier wieder das Bein etwas ab, kipp dich etwas nach hinten. Genau, und du suchst jetzt wieder die Mitte des Oberschenkels. Genau, da ist die. Okay, ich spüre das. Jetzt spürst du das mehr. Mit dem größeren Ball, ja. Genau. Jetzt einmal den Ball bitte wieder zur Mitte. Okay. Das Gesäßes, genau, und jetzt arbeitest du wieder einmal vor und zurück. Und das wird wirklich, was für eine Auswirkung hat das? Der Muskel lässt nach und du kannst besser das Becken in alle Richtungen bewegen. Okay. Merkst du würdest einen Seitenunterschied? Ja, würdest du das einsetzen oder machen kurz vor einem Turnier? Oh, nein. Auf keinen Fall. Vor einem Turnier, vor einer sportlichen Aktivität immer nur kurz andehnen. Das ist ganz wichtig, weil sonst kannst du die Strukturen des Muskels beschädigen und er kann eventuell dann nicht so arbeiten. Vor dem Sport immer kurz andehnen, aber nicht intensiv. Okay, Vaughn, du hast es geschafft. Ach. Du hast es super gemacht. Ich bin neu und beweglich. Ja, vielen Dank. Gerne. Maike, es war wirklich für mich total spannend. Die Übung war nicht so schwierig, wie ich gedacht habe. Und ich werde wirklich versuchen, das täglich zu tun, vielleicht abends nach dem Golfen. Wo kann man dich im Netz finden? Weil ich weiß, dass du viel anzubieten hast. Ihr könnt mich auf Facebook finden, auf Instagram, auf TikTok. Ja, du bist TikTokerin. Ich bin auch TikTokerin, so, genau. Richtig. So, danke für das Zuschauen. Ich hoffe, dass du alle Übungen mitmachst und auf jeden Fall erstmal testen, wie es dir geht. Und ich denke, das könnte wirklich für mein und dein Golfspiel sehr viel ausmachen. Ich freue mich, in der Zukunft noch mehrere Fitnessvideos mit Maike zu machen. Ich denke, sie wird alles Mögliche mit mir tun, damit ich fitter, stärker, schneller und beweglicher werde. Und auf diesem Kanal, auf Wohnhotry Golf, werden wir das veröffentlichen. So, eine super Golfwoche wünsche ich dir und alles Gute von dem schönen Golfclub Lüttelsburg.